Hallo ihr Lieben, wir nehmen euch heute mit auf die Geländestrecke. Kali und ich waren Anfang des Jahres das erste Mal alleine unterwegs und haben sozusagen die Geländestrecke unsicher gemacht. Es war das zweite Mal, dass er auf der Geländestrecke war und ich nehme mir zum Anfang gerne etwas Zeit und lasse die Pferde nochmal ankommen und alles erkunden. Er war am Anfang noch recht schüchtern, wie man sieht, obwohl er eine Wasserratte ist, war er hier dann doch nicht ganz so sicher. Ich habe mir dann hier etwas Zeit genommen und habe dann immer wieder nachgefragt, Pausen gemacht, sodass er sich immer wieder mit der Situation auseinandergesetzt hat, aber sich auch nicht überfordert gefühlt hat und wir dann Stück für Stück dem Wasser näher kamen. Beim zweiten Anlauf war Kali schon viel mutiger und ging flüssig durchs Wasser, sodass wir unsere Erkundungstour fortsetzen konnten. Beim Kali oder allgemein Jungpferden hilft die Bodenarbeit auf der Geländestrecke sehr, da sie dort durch die unterschiedlichen Aufgaben lernen, ihren Körper zu benutzen. Durch den Wachstum verändert sich der Körper von Kali ständig und er hat teilweise Schwierigkeiten einzuschätzen, wo sein Körper anfängt und wo er endet. Selbst gut erzogene Jungpferde wirken dann manchmal rüpelhaft, obwohl sie eigentlich nur tollpatschig sind und ihnen die nötige Balance und Feinkoordination fehlt. Aber jetzt wieder zurück zu Kali. Ähnlich wie beim Wasser war er auch hier beim Graben etwas schüchtern und zurückhaltend. Aber indem ich vorweggegangen bin, das Seil lang gelassen habe und ihm Zeit gegeben habe, konnte ich ihm die Aufgabe etwas leichter machen. Nach der ersten Erkundungstour haben wir uns noch etwas warm gemacht und ich habe hier Kali noch etwas ablongiert auf beiden Händen. Auch beim Longieren merkt man, dass Kali noch etwas beeindruckt ist von der Situation. Er läuft so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weshalb ich hier auch recht viel nachtreiben muss. Was aber an der Stelle meckern auf hohem Niveau. Die ersten Hindernisse habe ich ihm wieder gezeigt und habe sie auch zusammen mit ihm überwunden. Trotz seiner anfänglichen Skepsis tritt er den Hindernissen offen und interessiert entgegen, weshalb wir uns an neue Aufgaben gewagt haben. Auch hier seht ihr wieder, dass ich vermehrt treibe. Damit versuche ich, ein Überspringen zu reduzieren, da mit etwas mehr Fluss und Rhythmus die Flugkurve automatisch etwas flacher wird. Der Plan ging anfangs nicht auf, wie ihr seht, aber im Laufe der Einheit gewann Kali immer mehr Routine und Vertrauen zu den Aufgaben, sodass er auch seine Sprünge den Hindernissen anpasste. Bei den Stufen angekommen bin ich wieder vorweggegangen, habe Kali Zeit gelassen und hier löst er die Aufgabe richtig toll. Wie ihr seht, hat Kali auch richtig Spaß bei der Sache und ja, hier machen wir auch einen Handwechsel. Dazu schicke ich ihn ein, zwei Schritte zurück und frage wieder nach dem Zirkelspiel. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber Kali hat seinen Fleiß und seinen Mut wiederentdeckt und ist richtig motiviert bei der Sache. Als nächstes ging es für uns in das Coffin. Das ist eine Senke oder eine Kuhle, in der Mitte ein Graben liegt. Auch hier muss Kali nicht lang überlegen und springt mutig über den Graben. Durch seinen zurückgewonnenen Mut und Fleiß macht er hier einen richtig schönen Sprung. Als nächstes seht ihr einen kleinen Schönheitsfehler, da Kali direkt nach dem Hindernis oder teilweise schon über dem Hindernis zu mir abbiegt. Dieses Verhalten kennt er teilweise aus der Freiarbeit oder auch aus anderen Lektionen
Und ich werde das auch im Laufe des Videos etwas korrigieren, damit er gerade landet. Dann haben wir uns mal einen gruseligen Sprung angeschaut. Ich habe ihm wieder Zeit gegeben, sich das Ganze anzuschauen. Diese hat er allerdings fürs Grasen genutzt und war nicht sonderlich beeindruckt von dem Sprung. Und ja, dann passiert's. Kalli macht mich nach und stellt sich in den Graben. So etwas kann bei flachen Gräben passieren. Wichtig ist, dass ihr dann nicht die Nerven verliert, eurem Pferd helft und die Aufgabe nochmal anders angeht. Ich habe mich dazu entschlossen, das Hindernis ganz normal wie die anderen Sprünge anzuzielen. Ich habe Kalli dann antraben lassen, er hat sehr gut hingeschaut und hat einen schönen Satz gemacht. Wir haben das Ganze noch einmal wiederholt und der Sprung war deutlich flüssiger. Allerdings habe ich nicht genug aufgepasst und das Seil hat sich in der kleinen Seitentanne verheddert. Auch hier heißt es Ruhe bewahren, Seil loslassen. Und damit wir beide diesen Sprung nochmal schön abschließen können, habe ich mich dazu entschlossen, die Aufgabe nochmal frei zu probieren. Und auch hier macht er wieder einen super Sprung und hat sich eine Belohnung verdient. Da ich ein sehr gutes Gefühl hatte und Kalli sehr konzentriert bei der Sache war, habe ich mich dazu entschlossen, noch ein paar Aufgaben freizulösen, zum Beispiel hier die ganz kleine Hecke oder auch später den Graben. Naja, und wenn es am schönsten ist, sollte man am besten aufhören. Und so nehme ich ihn hier wieder ans Seil. Und es geht zu unserer letzten Station für den Tag, und zwar noch einmal zum Wasser. Hierfür habe ich mich mit viel zu kurzen Gummistiefeln bewaffnet und habe bei Kalli die hinteren Gamaschen abgemacht, da diese manchmal im Wasser verloren gehen können. Außerdem kann es passieren, dass diese sich mit Wasser vollsaugen und schwerer als gewohnt und dann auch unangenehm für ein Jungpferd sein können. Auch hier muss ich anfangs noch sehr viel treiben, da in dem Moment, wo Kalli zum Wasser geht, seinen ganzen Fleiß und auch seinen Schwung verliert und auch im Wasser nicht so richtig wiederfindet. Bei der Runde macht Kalli einen super Job, er geht schwungvoll und kraftvoll durchs Wasser, hebt seine Gelenke heraus und erhält dadurch seinen Rhythmus. Das Ganze haben wir dann auch noch von der anderen Seite geübt, der Anfang war auch hier etwas zaghaft. Wundert euch nicht, ich habe Kalli hier schön bemalt mit dem nassen Seil vom Stick. Auch hier zeigt er bereits beim zweiten Durchlauf eine richtig schöne Runde. Kalli konnte dann noch etwas verschnaufen. Hier habe ich ihn dann noch gefragt, ob er nicht rechts von dem Baumstamm vorbeigehen kann. Und hier löst er das Ganze ganz geschickt und krabbelt am Rand lang. Kaum bin ich abgelenkt, vertüdeln wir uns, aber auch das ist nicht schlimm. Einfach Ruhe bewahren und neu sortieren. Auf der Geländestrecke haben nicht nur Jungpferde die Chance, Balance und Koordination zu lernen, sondern wie man sieht, auch so mancher Trainer und Pferdebesitzer. Aber Kalli nimmt es zum Glück mit Humor. Bei dem Wassereinsprung seht ihr das Abbiegen von vorhin noch etwas extremer, weshalb ich mich entschieden habe, mit ihm zusammen den Sprung zu springen und mich hier bereit für das Anbaden gemacht habe. Ich empfehle euch, das nicht unbedingt nachzumachen. Es gibt da auch noch andere Methoden, sowas zu korrigieren.
Die nassen Füße haben sich für Kali und mich gelohnt, denn hier galoppiert er mutig und gerade ins Wasser. Wir haben das Ganze noch einmal wiederholt und danach gab es noch eine verdiente Belohnung und wir haben uns auf den Heimweg gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.